Ist das Bild an sich ein statisches Objekt oder nur ein Netz aus Spuren? Diese Frage stellte ich mir nach dem Betrachten von Gerhard Richters Atlas, welcher neben einer Ansammlung persönlicher Erinnerungsstücke auch als Dekonstruktion der Malerei gelesen werden kann. Denn auch die visuelle Kunst, die bildende Kunst und auch die Malerei ist eine Sprache. Ein Bild als Sammlung visueller Zeichen, die stets bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, auf etwas außerhalb des Bildes verweisen. Es herrscht eine Abwesenheit in der Präsenz des Bildes. Ein Bild ist wie auch das Sein und das Begehren stets von einem Mangel geprägt. Ebenso mangelt es dem Signifikanten, der stets auf andere Signifikanten verweist, eine Signifikantenkette bildet, ein Netz aus Spuren anstelle eines Signifikats, welcher dem Signifikanten eine feste, abschließende Bedeutung gibt bzw. geben würde. Dies ist im Bild ebenso der Fall. Ein Gemälde ohne Verweise zu kreieren, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Selbst eine leere Leinwand oder eine weiße Fläche verweist auf etwas außerhalb der Leinwand. Das Bild entzieht sich einer einzigen Interpretation. Selbst der Künstler, die Künstlerin, ist nicht in der Lage, sein oder ihr eigenes Werk einer festen Bedeutung zuzuordnen. Dies zeigt auch Richters Sentenz, dass seine Bilder klüger sind als er. Die Bilder, wie auch die Sprache, entzieht sich uns immer. Die Spur im Bild zieht sich über den Pinselduktus und somit über den Habitus sowie den Kunstgeschmack des Kunstschaffenden. Jener Geschmack formt sich aber auch nicht individuell, sondern greift auf eine stets kuratierte Sammlung bzw. auf einen institutionalisierten Kanon zurück. Dies ist nicht nur in der Hochkultur der Fall, sondern auch in der Popkultur. Jene Einflüsse und Erwartungen zeigen sich bei der Motivwahl, also bei der Vorbereitung, bevor der erste Pinselstrich gemacht wurde. Der Mythos, dass ein Bild einfach so aus dem Kopf entsteht, sollte gebrochen werden. Die Last, welche uns auf den Schultern lastet, wenn wir vor einer leeren Leinwand stehen, ist durch die Kunstgeschichte schon groß genug. Doch der Vorgang vor der Idee bis zum ersten Pinselstrich, dies, was im Bild nicht sichtbar ist, ist das Interessante. Denn was geschieht vor dem ersten Pinselstrich? Jede Idee greift auf ein Archiv bzw. eine Sammlung von Referenzen und Verweise aus dem eigenen Leben sowie auf kulturelle Einflüsse der Hoch- und Popkultur zurück. Natürlich weist der Malprozess dann seine ganz eigene Spur auf, welche auf eine Ausbildung an einer Malakademie, an Beobachtungen an bestimmten Gemälden oder auf eine autodidaktische Herangehensweise verweist. Doch diese Spur, welche eher auf den technischen und somit materiellen Aspekt verweist, möchte ich hierbei gerne außer Acht lassen. Denn der Fokus liegt auf dem Nicht-Fassbaren, auf einer sozusagen metaphysischen Spur, welche das Bild immateriell kreiert und das Abwesende des baldigen Anwesenden zeigt. Vor allem, was bleibt beim Werk an sich übrig von diesem Archiv, von dieser Sammlung, von dieser Ordnung? Was ist sichtbar und was ist unsichtbar? Vieles des Unsichtbaren sind den Kunstschaffenden selbst auch gar nicht bewusst. Doch was sind die Verweise bzw. Bezüge hinter den Bildern? Verständlich machen ist unmöglich. Das gibt es nicht. Aus der Einsamkeit, aus dem Alleinsein wird ein noch verstärkteres Alleinsein abgeschnitten sein. Schließlich wechselt man die Schauplätze in immer kürzeren Abständen, man glaubt immer größere Städte. Es genügt einem nicht mehr die Kleinstadt, Wien genügt nicht mehr, London genügt auch nicht mehr. Die
Die stetigen Bezüge auf etwas außerhalb des Werkes gehören fest zum Bestandteil eines Kunstwerks oder eines Textes. Das Werk an sich ist verstrickt in einem Netz aus Spuren. Die Sichtbarkeit der Spuren unterscheiden sich aber vom Künstler vor Künstlerin und den diversen Betrachtenden. Auf die wahren Bezüge hat auch der Kunstschaffende scheinbar keinen Zugriff. Dabei kann die Zur Schaulegung der Spuren somit wieder als ein Akt in einer anderen Spur gedeutet werden. Das Bild an sich ist mir als Maler selbst ebenso unzugänglich. Selbst wenn ich das Bild phänomenologisch betrachte, würde sich meine Intention stets auf den Schaffensprozess richten und das fertige Bild würde sich mir fortwährend entziehen. Durch die ontologische Verbindung zwischen mir und dem Bild, welche während des Schaffensprozesses entstanden ist, ist bzw. war das Bild doch gewissermaßen ein Teil von meinem Sein, doch verfüge ich über keine Wahrheit, keine Deutungsmacht und das Bild gehört mir nicht, obwohl möglicherweise in der linken Ecke meine Unterschrift steht. Die Fragen nach jenen Bezügen eröffnen auch der Ursprung des Kunstwerks von Martin Heidegger. Dort schreibt er, doch ist das Werk jemals an sich zugänglich? Damit dies glücken könnte, wäre nötig, das Werk aus allen Bezügen zu solchem, was ein anderes ist, als es selbst herauszurücken, um es allein für sich auf sich beruhen zu lassen. Aber dahin geht doch schon das eigenste Absehen des Künstlers. Das Werk soll durch ihn zu seinem reinen in sich selbst bestehen, entlassen sein. Gerade in der großen Kunst, und von ihr allein ist hier die Rede, bleibt der Künstler gegenüber dem Werk etwas Gleichgültiges, fast wie ein im Schaffen sich selbst vernichtender Durchgang für den Hervorgang des Werkes. Und was ist, wenn das Kunstwerk außerhalb eines jeden Bezuges steht? Gehört nicht zum Werk, dass es in Bezügen steht? Doch der darauffolgenden These, dass das Kunstwerk die Wahrheit in sich trägt, sollte man durchaus kritisch gegenüber sein. Denn es ist durchaus gefährlich, dem falschen Glauben zu verfallen, dass es so etwas wie die Wahrheit gibt. Es kann zwar eine Wahrheit geben, doch jene siedelt sich stets nur in einem begrenzten hermeneutischen Horizont an. Doch zu sagen, es gibt die Wahrheit nicht, wäre ja ebenso ein Widerspruch, da dort die Wahrheit wäre, dass eben die Wahrheit nicht existiere. Doch auch Meyer Shapiro, welcher Heidegger in seinem Essay »The Still Life as a Personal Object« widerspricht und versucht, Van Goghs Schuhe mit Hilfe von Van Goghs biografischen Bezügen und kunsthistorischer Analyse zu verorten bzw. zu interpretieren, scheitert, indem er sagt, dass dies die Wahrheit ist, dass sich um die Schuhe des Künstlers handelt, anstelle eines Bauers wie Heideggers These. Interessant ist dabei, wie sich die Betrachtenden immer mit dem Dargestellten identifizieren und dies sich als Träger von etwas erweist. Jacques Derrida kommentiert Folgendes. Stellen wir das Axiom auf, dass der Wunsch nach Zuschreibung ein Wunsch nach Aneignung ist. Im Bereich der Kunst, wie überall sonst, zu sagen, dies, diese Malerei oder diese Schuhe, kommt X zu, das läuft darauf hinaus zu sagen, das kommt mir zu auf dem Umweg des, das kommt einem mir zu, nicht allein, das kommt eigentlich dem oder demjenigen zu, dem Träger oder der Trägerin. Die Bäuerin auf dem Acker trägt die Schuhe, die Bäuerin dagegen trägt einfach die Schuhe, sagt der eine 1935. They are clearly pictures of the artist's own shoes, not the shoes of a peasant, erwidert der andere 1968 und ich unterstreiche, sondern das kommt mir eigentlich zu, auf einem kurzen Umgehungsweg die Identifikation unter vielen anderen Identifikationen Heideggers mit dem Bauern und Shapiros mit dem Städter. Ein zentrales Thema in jenem Text mit dem Titel Restitution in der Wahrheit in der Malerei von Jacques Derrida ist die Unmöglichkeit einer eindeutigen oder definitiven Interpretation eines Kunstwerks. Weder Heideggers philosophische Deutung noch Shapiros kunsthistorisches Wissen können die Wahrheit des Kunstwerks vollständig erfassen. Beide verfehlen das Werk, indem sie versuchen, ihm eine bestimmte Bedeutung zuzuweisen, sei es metaphysisch oder biografisch.
mask of self-hate confronts and then dies. Don't walk away. Doch findet sich stets eine ontologische Verbindung zwischen dem Kunstschaffenden und dem klassischen Kunstwerk, welches das Kunstwerk zu einem Kunstwerk macht, wodurch es auch ein Kunstwerk ist, doch nicht die Wahrheit in sich trägt. Und auch wenn es die Wahrheit in sich tragen würde, könnte man nicht auf diese zugreifen bzw. jene erfassen. Människorna skrymmet, deras ensamhet, deras rädsla. Allt blir självklart, genomlyst. Det obegripliga lidandet behöver inte förklaras. Diese Art einer sozusagen metaphysischen Spur erinnert uns daran, dass ein Bild niemals nur ein materielles Artefakt ist, sondern immer in einem größeren kulturellen, historischen und persönlichen Kontext eingebettet ist und dass vieles von dem, was im Bild wirkt, sich der bewussten Kontrolle der Kunstschaffenden entzieht. Ein Kunstwerk ist nie rein oder abgeschlossen, sondern immer ein Teil eines dynamischen Netzwerks, das über sich hinausgeht. So wie das Signifikant in der Sprachtheorie von Lacan immer auf andere Signifikanten verweist und niemals auf ein Signifikat, verweist auch das Bild immer auf etwas jenseits seiner sichtbaren Oberfläche. Doch merkte ich bei der bewussten Auslegung der Bezüge und Verweise, dass die Spur nicht zugänglich ist. Sie ist zugleich da, aber gleichzeitig auch abwesend. Sie, die Spur, erlischt, wenn sie auftritt, wird stimmlos, wenn sie ertönt, wie das A, wenn es sich schreibt, seine Pyramide in die Differenz einschreibt. Die Parallelen zur Sprache finde ich spannend, weil das Bild, das Wort, der Signifikant uns ein paar annähernde Bezüge offenbart, wie ich im Bild die Spur zu den Gemälden zeige, doch wir niemals die Ausmaße jener Spur fassen können, die sich weit in unser Unbewusstes erstreckt. Hier auch ein Verweis auf Lacans populäre Sentenz, dass das Unbewusste stets wie eine Sprache strukturiert ist. Wie ist eine Geschichte? Один человек спасает другого из огромной, глубокой луны, понимаешь? Спасает с риском для собственной жизни. Ну вот они лежат у края этой глубокой лужи. Тяжело дышит, устали. Наконец. Der Ursprung bleibt verborgen, deshalb ist auch nicht ein Kunstwerk in das Zentrum gesetzt, von welchem alles ausgeht, auch wenn dies der Ursprungspunkt für diese Recherche war. Doch wie kam diese Auswahl, diese Ordnung zustande und welche Bezüge trägt auch jene in sich? Die Ordnungen und Verweise verstricken sich überall und hierbei lässt sich doch nur eine und nicht die Deutung herauslesen. Da dies nun geklärt ist, möchte ich gerne diesen kleinen Teil jener Spur, welche nun offengelegt ist, Stück für Stück erforschen und einen scheinbaren Einblick in die bewussten Bezüge geben. Es handelt sich hierbei um eine Deutung durch die Bezüge und nicht eine direkte Deutung des Bildes. Das Bild, Selbstbildnis im Atelier, verortet sich alleine durch die Namensgebung bereits in einem kunsthistorischen Kontext. In der dargestellten Spur bezieht es sich hauptsächlich auf die Werke, wo das Bild
vom Künstler im Atelier sich von der Darstellung des Künstlers bei der Arbeit entfremdete. Eine sozusagen emotionale Bestandesaufnahme stand nun im späten 19. Jahrhundert vor der repräsentativen Darstellung des Künstlers bzw. der Künstlerin. Maler wie Edvard Munch, Richard Gerstl, Léon Spilliard oder Felix Nussbaum schufen äußerst narrative persönliche Selbstbildnisse, in welchem das Atelier bzw. die Schaffenskraft selbst mit einbezogen wird. Dies zeigt sich auch bei diesem Selbstbildnis im Atelier. Vor einer repräsentativen Idealisierung wird sich mit der Adidas Trainerhose distanziert. Es herrscht eine Stimmung der Alltäglichkeit und der emotionale Rückzug bzw. die Isolation steht im Vordergrund. Der Raum wirkt wie ein persönliches Refugium, doch die Bezüge zum Künstler bei der Arbeit sind noch vorhanden, wenn auch fragmentiert bzw. abwesend. Die Staffelei und gewisse Malutensilien sind vorhanden, doch die Leinwand ist leer. Kann nicht wohl die Hügel haben und voreinander? Was Dreck und alles zusammen? Alt Jammer, alte Vase, Framot. Jag skulle bli mycket glad om vi kunde göra det, Sven. Du måste ju förstå mig också. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer! Die Leinwand ist leer. Das Begehren, etwas zu erschaffen, mag abhanden gekommen sein. Dieser Verweis könnte mit dem Gemälde Wartende Person am Zürcher Hauptbahnhof, welches an der Wand hängt, gedeutet werden. Jenes Gemälde zeigt eine Gruppe von einzelnen wartenden Personen, welche jedoch keinerlei Erwartung zu verspüren scheinen, sondern reine Absenz. In dieser Szene wirkt eine große Leere. Nicht nur die erwartende Person ist absent, sondern auch ein Gefühl der Freude, der Zugehörigkeit und der Erwartung. Dies, obwohl das Warten auf eine bestimmte Person doch meist der schönste Teil des Abends ist, denn wie Roland Barthes schreibt, die Erwartung ist Verzauberung. Doch hier scheint keine Verzauberung mehr stattzufinden, das Begehren ist den Wartenden abhanden gekommen. Es scheint, als ob sie ihr eigenes Begehren durchschaut haben und ihnen bewusst ist, dass ihr verlorenes Objekt für immer verloren bleibt. Durch diese Thematik in diesem Gemälde werden die großen Wörter wie Entfremdung, Distanz und Isolation integriert und mit dem Verlust des Begehrens in beiden Gemälden wird der Glaube nach einer möglichen inneren Fülle den Rücken gekehrt und der stets vorhandene Mangel im Begehren und im Sein angesprochen. Jacques Lacans Objekt klein a findet hier Eintritt im Bild. Jenes Objekt verkörpert sowohl die phantasmatische Illusion einer Genussfülle als auch die Unmöglichkeit, diesen Genuss durch ein konkretes Objekt wirklich einverleiben zu können. Auch die Verbindung zum anderen sowie die Konstituierung des Ichs durch den Spiegel ist im Atelier angedeutet und verweist auf Lacan. Doch sind es stets Fragmente der Person, welche erkennbar sind, das Subjekt, das Ich, bleibt gespalten. Das Subjekt, das Ich, bleibt gespalten, es herrscht ein stetig innerer Konflikt. Jener Verlust des Begehrens und des Lebensgefühls wird auch im Film Le Feu Follet von Louis Malle thematisiert. Auch der von Maurice Ronet gespielte Alain sperrt sich in seinem persönlichen Refugium ein, gefüllt mit Fetischobjekten wie beim Selbstbildnis auf dem Tisch. Dabei mag man darauf schließen, dass eine Frau sein verlorenes Objekt ist, doch im Verlauf des Films wird einem klar, dass es ihn am Begehren und am Leben selbst mangelt. Er kann weder geben noch nehmen, kann weder lieben noch geliebt werden. Und durch die Szene im Café,
kann man durchaus einen Bezug zu den meisten Thematiken in den Bildern erkennen. Es herrscht stets Distanz, auf keinem der Bilder scheint Kommunikation stattzufinden. Die arrangierten Objekte im Selbstbildnis im Atelier mögen zwar auch Fetischobjekte sein, doch verweisen sie auch eher auf ein verlorenes Lebensgefühl als auf eine bestimmte Person. Das Parfüm Tobacco Vanille mag Erinnerungen an einen bestimmten Abend oder an einen bestimmten Lebensabschnitt hervorrufen und die Banane auf eine einfache Mahlzeit eines Antriebslosen und einer Appetitlosigkeit am Leben selbst. Während das Buch Fragmente einer Sprache der Liebe von Roland Barthes auf eine Reflexion des Begehrens und Liebens deutet, wobei jedoch die englische Ausgabe zu sehen ist, die Flaschen, welche im Raum zu finden sind, beziehen sich ebenso auf eine Geschichte der Selbstdarstellung als Trinker oder wieder auf die Kaffeeszene in Le Feu Follet. Reunsteiler? Ja. Är det onsdag idag? Ja. Es lastet eine Schwere auf den Wartenden. Sie sind sich ihres Mangels bewusst und wissen, dass die erwartende Person jenen Mangel nicht auslöschen kann, auch wenn es für kurze Zeit so scheinen mag. Doch dieses Einlassen auf den Zauber, auch wenn es schlecht ausgeht, scheint nicht möglich zu sein. Sie sind umgeben von einer gepflegten, urbanen Umgebung, in welcher man sich wohlfühlen, genießen und konsumieren sollte. So lautet der neue Imperativ des Über-Ichs: Genieße jetzt, voll und ganz und so lange wie möglich. Der Aufruf zum Genießen, der kategorische Imperativ des Genießens und die dadurch nicht erreichbare Fülle lässt das postmoderne Subjekt eine nie zuvor dagewesene Leere verspüren. Deswegen sind die Shops in der Halle auch nicht ausgemalt, sondern nur leere Fläche. Eine leere Fläche, eine Grundierung, hinter welcher nichts zu finden ist. Es herrscht eine Leere im Bild, denn wir haben etwas verloren, etwas fehlt uns, um glücklich zu werden. Da ist eine schmerzhafte Leere, ein Loch, das gefüllt werden muss. When we spectators are sitting in a movie theater, looking at the screen, you remember at the very beginning, before the picture is on, it's a black, dark screen, and then light thrown on. Are we basically not staring into a toilet bowl and waiting for things to reappear out of the toilet? Denn das Warten auf etwas mehr schwindet nur selten. Doch was passiert, wenn man aus dem Prozess des Wartens nicht mehr herauskommt und man auf etwas nicht definierbares Drittes wartet? Dies kann im Informationszeitalter vieles sein, sei es Unterhaltung, unendlicher Spaß bzw. unendliches Genießen, purer Konsum, die Gewohnheit unterhalten zu werden, das Warten auf die nächste Staffel der Lieblingsserie oder das nächste iPhone, das Warten, dass irgendetwas geschieht, uns Trittpersonen unterhalten und uns von den Qualen des Alltags befreien. Ohne dieses Warten würden wir nur das Ausmaß unserer Geworfenheit verspüren. Das Gemälde »People waiting for something to happen« zeigt gewissermaßen dies. Man sieht eine Gruppe von Menschen, welche sich, wie der Titel schon sagt, auf etwas wartet, was sich außerhalb des Bildes befindet. Es herrscht eine gewisse Erwartung, dass etwas passieren wird, doch herrscht auch eine Leere und eine tiefe Einsamkeit. Die Lösung auf das Puzzle des Bildes, worauf sie alle warten, ist abwesend. Sie wirken wie dahingeworfen, völlig verloren, wie Figuren in einer dystopischen Kulisse von Roy Anderson. Sie machen sich bereit zu genießen, denn der neue kategorische Imperativ heißt genieße. Que le transfert, c'est l'amour. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil? Je laisse pour l'instant la question en suspens, j'en ai donné enfin, une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges. Comme d'habitude, comme dans tout ce que je dis, bien sûr.
Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement? Dans ce qu'il en est de l'inconscient. À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Die Ordnung in der Spur ist nicht fassbar. Es gibt immer einen Rest, einen Mangel, etwas Abwesendes. Es gibt keinen Ursprung. Die Bezüge sind unendlich, Signifikanten schweren umher. Obwohl die Spur an mich gebunden ist, entgleitet sie mir ständig, wie die Sprache selbst. Ich bleibe gespalten. In mir befindet sich keine feste Entität. Ich habe keinen Zugang zu meinem Sein. Ich habe keinen Zugang zu meinen Bildern. Ich habe keinen Zugang zur Sprache. Die Sprache gehört uns nicht. Ich bin nichts, das ich bleib gespalten.